Schön, dass du eingeschaltet hast. Das Space Sims 4, kurz nach der Geburtstagsfete. Man sieht, Simon ist müde, Keks ist schmutzig. Ich dachte, er bringt ihn vielleicht gerade automatisch irgendwie, beziehungsweise macht ihn jetzt gleich sauber. Oder beziehungsweise badet ihn, so ist richtig. Ja, was bleibt zu sagen? Die Geburtstagsfete war sozusagen erfolgreich. Und es war eine Menge los. Ich war auch wieder ein bisschen überfordert, aber es hat zum Glück alles geklappt. Die Geschenke kamen auch gut an. Man sieht ja noch so das ein oder andere Tellerchen rumstehen. Man sollte vielleicht dann auch irgendwie mal das langsam aufessen, beziehungsweise dann auch später aufräumen. Fabian ist gealtert. Wo ist eigentlich Fabian? Fabian ist verspielt. Macht ein Nickerchen auf dem, oder will ein Nickerchen auf dem Sofa machen. Leuchtet ein bisschen, ne? Okay. Das nächste wäre jetzt, einmal hatte ich einen Gedankengang, ich habe ein bisschen Sprachfasching, die letzte Folge war ein bisschen länger jetzt, ich nehme jetzt nahtlos die zweite ineinander auf. Du kannst auch oben du kannst oben gar kein Schläfchen machen, oder? Das funktioniert ja gar nicht mehr, oder? Ja, wir müssen erstmal noch ein Bettchen kaufen. Die Freunde-Pinnwand mal wieder zu aktualisieren, aber ich habe gesehen, das wird ein größeres Projekt. Da sind so viele neue Freunde, also das ist ja schön, dazugekommen, und da setze ich mich dann mal gesondert dran und werde auch mal gucken müssen, ob wir die Wände irgendwann, beziehungsweise wo ich das alles anbringe. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Was für ein Bett bekommst du denn? Kobold, abgewehrtes Bett für unser Bestes. Kannst du da Schläfchen drinnen machen? Ich weiß gar nicht. Kleinkind, nee. Dann hat sie das erledigt. Moment, abbrechen. Was haben wir denn da für Betten? Vielleicht dieses Kinderbett, Mr. Wuff und Mrs. Miau? Wenn das hinpasst? Ich weiß gar nicht. Das ist aber... Warum passt das nicht hin? Wegen den Regalen? Oder dem Bildchen wahrscheinlich, ne? Von Keks. So. Vielleicht ein bisschen versetzt. Den Teppich. Ah ja, stimmt. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus mit der Blume hier. Bloß die Blume passt da wahrscheinlich nicht hin, ne? Kann das sein? So. Den Teppich dahin. Ist halt auch die Frage, ob wir das ganze Spielzeug dann noch benötigen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Dann ist das jetzt dein Bettchen, Fabian. Ach so, ich habe jetzt gar nicht die Farbe angepasst, ne? Aber das ist okay, das passt eigentlich farblich so mit Knochis drauf, Hundeknöchel, Leckerchen und mit dem Gelb. Ich finde, das ist eigentlich recht gut. Kann ich eigentlich das Bettchen zuweisen? Bett zuweisen, genau, zack, so. Okay, dann kann Fabian erstmal ein Schläfchen machen und dann wird... Ach so, ich sollte vielleicht auch mal Play drücken. Da wird Keks jetzt gebaden. Ich glaube, wir müssen damit Hayao dann auch noch frei nehmen. Weil, ich hatte beim letzten Mal die Anzeige, dass wir 2 Tage frei hatten, aber ich war schon verwirrt, dass er am nächsten Tag eigentlich arbeiten muss und jetzt sind wir nur noch 3 Stunden. Wir haben jetzt ja nicht 2 Tage lang Geburtstagsparty gemacht. So. Das heißt, du. Ja, genau, du nimmst jetzt Urlaub. Urlaub nehmen? Hast du 6 Tage frei? Toll, gleich wieder hier. Und nicht schmutzig werden, du. Tebow, Ganeer. Achso, kann gar nicht aufwischen, warum? Nur ein überordentlicher Freak würde versuchen, eine Pfütze auf natürlichem Boden aufzuwischen. Okay, das habe ich noch nie gelesen. Räumen wir ein bisschen auf noch hier. Eigentlich zusammen kochen. Aufräumen. Und das Essen stellen wir vielleicht noch alles ein bisschen wieder in den Kühlschrank, wenn das geht. Ist doch einiges übrig geblieben. Ich dachte, wir haben zu wenig Essen. Ach, da ist er ja. Gerade sagen. So, dann haben wir jetzt frei. Und dann ist es ja so, dass ich mit Mizuki ganz gerne ja ein Date machen wollen würde. Warum hast du Angst? Angst vor der Dunkelheit, weil Angst und Dunkeln die Unendlichkeit der Finsternis birgt Mysterien, Intrigen und Angst. Naja. Wo war ich drauf hinaus? Genau, Mizuki. Kann ich aber nicht zu einer Verabredung bitten, denn die haben noch keinen rosa Balken aufgebaut. Das heißt, ich würde... Ja, okay, mach da Nickerchen, wenn du das möchtest.
Vielleicht, dass wir mit ihr es gemütlich essen gehen. Geh einfach schläfen. Genau, geh einfach mal duschen, würde ich sagen, und dann Schläfchen machen. Dass wir mit ihr essen gehen, so ein bisschen mehr kennenlernen, weil ich glaube, wir gucken mal eben, er kennt sie noch nicht wirklich sehr gut, dass wir so ein bisschen die Eigenschaften auch kennenlernen. Und dann probieren wir es einfach mal aus. Ich bin ja eigentlich so derjenige, der das immer, wenn sie sich ineinander verlieben, dann sollen sie es selber machen, so einfach laufen lassen. Aber da möchte ich einmal probieren, vielleicht klappt es ja, dass wir so ein bisschen anstupsen. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Wenn es nicht klappen sollte, dann ist es halt so. Aber die romantische Beziehung, die er hat, ist ja noch mit Yannick. Und Yannick hat ja auch eine Ehefrau, deswegen ist das sowieso ein No-Go. Und mit Selina, das hat sich ja dann erledigt, weil das Date oder die Verabredung ist ja nicht wirklich gut gelaufen. Okay, schon ein bisschen vor. Ich bin auch mal gespannt, wie Fabian sich jetzt dann so... Schon wieder krank? Wir waren doch erst beim Tierarzt. Albtraum, Hayao hat einen Albtraum, in dem er in einem Pool ohne Leiter festsaß. Irgendwie absurd, Hayao hätte sich doch am Rand hochziehen können. Was ist denn da jetzt schon wieder los hier? Ist Keks. Wir waren doch erst beim Tierarzt. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, alles klar. Hat er irgendwas gegessen? Wir haben es nicht mitgekriegt? Man weiß es nicht. Fabian ist unwohl. Muss pieseln. Unerfreuliche Umgebung. Ah, jetzt ist alles super. Kannst einen Geburtstagskuchen noch essen, ne? Wo bist du überhaupt da? Oder wollen wir mit... Komm, wir gehen mit... Ah, nee, hat Hunger. Simon hat Hunger, okay. Meine Güte. Wo hat er denn überall eine Pfütze und Häufchen hingemacht und... Brecherchen. Jetzt warte bloß, Keks. Bitte bleib hier. Meine Güte. Ja, jetzt genau. Er hört gar nicht mehr auf. Das ist doch nicht normal. So, jetzt aber. Lass die Pfütze da hinten. Ach, das gibt's doch nicht. Lass das jetzt. Ist ja der Wahnsinn. Ja, genau. Okay, jetzt komm mal rüber. Upsi. Also, zur Tierklinik bitte bringen. Dankeschön. Oh, such a Musik. Man konnte doch, glaube ich, auch so irgendwie so eine, wie heißt das? Vorbeugende Spritze irgendwie machen. Déjà-vu, ne? Waren wir erst vor kurzem ja auch noch nie so oft hintereinander in der Tierklinik. Ist ja der Wahnsinn. Unglaublich, weiß nicht, was er gemacht hat. Vom Baden? Aber er hat doch nur von der Pfütze dann getrunken, nachdem er schmutzig... Aber er war ja dann auch irgendwie unterwegs. Keks war ja die ganze Zeit draußen. Er war ja die ganze Zeit draußen und ist ja dann schmutzig wieder ans Häufchen getreten. Aha, und sogar goldenes Häufchen. Oder Keks wurde einfach nicht richtig behandelt. Aha, einfach mal durch die Wand angemeldet. Assiste Justin wollte ich ja eigentlich zur Geburtstagsparty einladen, aber das war ja nur mit Hayao. Hä, du bist ja auch wieder da, Dilbert. Was ist da los? War das einfach nicht eine ausreichende Behandlung? Es sind ja... Nee, stimmt gar nicht. Er war beim letzten Mal nicht da. Wie heißt du denn? Markus. Komisch. Dann weiß ich nicht, aber Dilbert war beim letzten Mal auch da. Es müsste nur noch Justin kommen mit Blau, war das, glaube ich. Hier hat er mal der Blitz, glaube ich, eingeschlagen. Gleich schlägt der Blitz ein. Schon ein bisschen vor.
Diesmal muss er nicht draußen warten. Hayao hat soeben mit Dilbert Bekanntschaft gemacht. Ah ja. Aha. Toll. Mag sich jemand um Keks kümmern? Ah, jetzt. Aber ich hoffe, dass es noch alles so zeitlich hinhaut, dann. 12. Okay. Wenn er jetzt auch die ganze Zeit hinterher wischt. Oh, oh. Über Politik streiten? Oder auch doch nicht, hat er vergessen. Sich selbst Zuspruch geben, ja, dann macht das mal. Ah, ja. Klitschen hast du ja nochmal umgezogen. So, auf ein neues. Das ist ja der Wahnsinn. Wie heißt denn das Hündchen eigentlich hier von Markus? Zoe. Ein bisschen vor. Anissa ruft an. Kurze Frage. Laura Hilgerts und ich haben vor, Zeit zusammen zu verbringen. Soll ich mich wirklich darauf einlassen? Ja, mach ruhig. So. Herr Keks ist falsch gelaufen. Ja, Keks, also irgendwie weiß ich auch nicht, was du da machst. Hier ist noch ein Bällchen. Oh. Ja, das nehme ich gerne als Leckerchen. Gib her. Meine Güte. So. Kusoma. Wanafub. Ja, was am Spielen über kaputtes Puppenhaus weinen. Oh, was? Ach, na toll. Komm, wir gehen wieder. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Oder kann ich... Wie machen wir das denn? Doch, wir gehen erstmal nach Hause. Bring erstmal Keks zurück. Ist vielleicht alles ein bisschen umständlich. Ach, eine Bekanntschaft gemacht, hat er sich grob vorgestellt? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, die ist doch nicht grob vorgestellt, oder? Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Naja, Waschbecken kaputt. Wir gehen gleich weiter. Denn er hat ja sowieso Hunger. Deswegen würde ich jetzt sagen, wie machen wir das denn? Er ist ja glücklich. Dann werden wir euch mal sagen, wir gehen mal, oder wir können ihr ja jetzt hier eine SMS schreiben. Eine glückliche SMS schicken. Da. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Fabian am Fernsehen gucken. Was guckst du denn? Öffentlich-städtische Sender. Okay. Oh, bitte lass was kommen. Na, normalerweise kommt gleich immer dann... Bei Fabian ruft's an. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, nachträglich, Advik. Vielen Dank. Dank Advik, nicht so rum, aber... Okay, ich glaube, da kommt kein Vorschlag, kann das sein. Er wartet auch schon wieder auf irgendjemanden. Alessia Schäfer, Arbeitskollegin, ah ja. Ah, was... Umarmt werden. Mhm. Und jetzt gleich noch ein Getränk. Oh, jetzt ist er aber richtig wütend. Ey, was ist los? Hayao, meine Güte. Wie kannst du nur? Ja, schon alles gut. Kontrollverlust, deswegen. Ja, du kannst jetzt mal eben kurz auf Toilette gehen, ärgerliches Häufchen machen. Wie mache ich das denn? Ich gehe einfach, ich reise einfach irgendwie zum Restaurant und versuche sie mitzunehmen. Ich mag dieses Lied nicht. Hayao scheint dieses Lied nicht zu mögen. Soll er eingestehen, dass er Kinderkanal nicht mag? Warum? Okay. Wow. Na gut. Und haltet euch gut. Ah, Suna Nibna. Hier ist wieder überall Pfützchen. Was? So das Gerücht verbreiten.
Level 3 der Sozialfähigkeit erreicht. Die das kreativen Talente von Fabian entwickeln sich gut. Passa essa noi flori, masplina. Sawada nuloi. Aha, also Hayao ist ja richtig wütend, okay. So, da haben wir jetzt die Arztkosten schon mal reingekriegt und wir werden jetzt, ich probiere das einfach mal aus. Weil ansonsten wird es zu spät, er hat auch Hunger. Ist halt jetzt natürlich kein tolles, wie nennt man das, keine tolle Voraussetzung. Ach, das ist eine Bar, ne? Ich will ja eigentlich ganz gerne irgendwie essen gehen. Moment, wo gehen wir denn da essen? Boah. Wo gehen wir essen? Wo gehen wir essen? Windenburg? Gehen wir da essen? Nee, das funktioniert nicht. Das habe ich schon mal ausprobiert. Das ist mein eigenes Restaurant. Da ist noch irgendwas fehlerhaft. Gehen wir hier essen. In Chelama. Schade, dass sie nicht... Wenn sie glücklich ist, dann kann es ja mal sein, dass man dann irgendein SMS bekommt. Hey, lass uns da und da hingehen. Das wäre natürlich super gewesen. Naja, bin ich mal gespannt. So. Guten Tag, guten Tag. Dann melden wir gleich mal für... beziehungsweise bitten um den Tisch. Ich brenne ja der Baum. Sie ist gut drauf, okay. Wer arbeitet hier? Hier ist Florian Bauer, den kennen wir aber nicht. Als Köchin Lea Mertens, das ist doch von die Bekanntschaft von Simon, okay, alles klar. Dann ansonsten haben wir hier noch Mixerin Sarah Bauer, kennt er aber nicht. Cletus Harris, ich mag meinen Job. Und hier hinten essen die Familie Pjörgens, ist hoffentlich richtig ausgesprochen. Okay. Ich habe schon lange nicht mal dein Outfit gesehen, Hayao. Aha. Mirai Yoshida kennst du auch? Du willst mir doch nicht sagen, dass ihr Nachwuchs bekommt, oder? Das wär's. Da muss ich später mal gucken. Das ist so meine, die ich offstream, wollte ich gerade sagen, die ich mir so nebenbei mal erstellt habe. Meine Familie auch mit Angela, die mal kurz im Laden kennengelernt haben. Die auch nicht zum Geburtstag gekommen ist, fällt mir gerade ein. Wenn die Nachwuchs kriegen, das wär's ja, du. Hoi, voi! Jetzt ihr Tisch! Viel Spaß! Ja, der hat richtig Bock. Hä? Mizuki ist schon da? Okay. Kellner überprüft Tisch. Okay. Na, warte mal ganz auf den Kellner. Oh. Er hat mal das Flirten hören, aber sich nicht drauf eingegangen, okay. Ey, ich sehe nix. Okay, gleich beide. Sehr vorbildlich. Da würde ich sagen, wir bestellen mal für einen Tisch. Was nehmen wir denn? Für Tisch bestellen, so. Wir haben es jetzt 17.09 Uhr. Würde ich doch mal sagen, wir bestellen mal ein lieblich süßer Avonalino. Und als Hauptspeise nehmen wir einfach mal köstliche Speckblüten, gepökelte Fleischchips mit Nadelholz, in Gletschereis gebettete Eisbergsalat. Das nehmen wir mal. So. Achso, er bestellt, okay. Nuloi. Yibs. Gorsch Vicre. Na, werden wir mal probieren. Nee, das war falsch. Ich wollte eigentlich so machen. Schlechter Honig. Lecker. Nee, so. Dann wollen wir mal ein bisschen besser kennenlernen jetzt hier. Er ist richtig motzig. Geschenk geben. Können wir dich noch weiter kennenlernen? Nach Tagfragen machen wir mal. Bumbrasa? Yes. Dabishi Sleckam?
Kankuya! Kompliment über Outfit machen. Lovo Bonnefi. Bor. Yibs. Storm Sabuna, Arps, Aga Aga, Serpa! Ah ja. Tag für Schöne. Bleib sitzen. Wir müssen ja besser kennenlernen. Wo ist denn hier kennenlernen? Subao Gaunim. Ach hier, da war es doch vorliegen. Rekalulu Sakwanirio. Buma Samso Mog. Machen wir noch von Herzen Kompliment. Apollo Chaba. Nach Karriere fragen. Du kannst dich ruhig hinsetzen. I would have found, dass Mizuki als Polizeiobermeisterin bei der Polizeiwache arbeitet. Warum seid ihr beide dann... Okay. Warum sind die beiden zusammen essen? Ah ja. Nicht, dass da die Beziehung kriselt bei meiner Familie. Mit örtlichen Angelblätter zu reden, okay. Elritze kennengelernt. So, mal weiter. Nach Musikgeschmack. Nach Hobbys fragen. Und nach Lieblingsfarbe. Ein bisschen schwierig mit der Kamera hier. Er mag Blues nicht, okay. Mag Fitness nicht, ja, das passt ja. Und mag die Farbe Violett. Aha. Gibt's jetzt Essen? Kennertisch überprüfen, ja, wir warten immer noch aufs Essen. Medizinischen Rat geben kannst du ja machen, ne? Kannst du ja machen, ja? Danke für den Tipp. Esst mehr Gemüse, Obst, aber. Was ist mit unserem Essen? Also gibt's irgendwie Bestellung mit unserem Essen? Jipsi. Da unten gab's Essen, okay. Die kriegen vor uns Essen. Also irgendwie ist mit der Kamera hier schwierig. Machen wir so, vielleicht geht es einfacher. Dramatische Geschichte anhören. Shimagra Gorsai. Hat schon voll Hunger. Senzibi Jalurba Rinka Yakolo. Nerchel Kerenzi? Wir müssen auch erstmal gucken, ob sie ob Single ist, ne? Fragen, was passiert das ja genau? Was gibt's hier? Vertikaler Beerenkuchen. Ich weiß leider nicht mal, wie ihr Mann heißt, muss ich ehrlich gestehen. Da gibt's Essen. Deswegen, ich bin ein bisschen verwirrt, dass sie den Anschein macht, dass sie schwanger ist, weil sie haben ja ein Baby bekommen. Und dann ist er auch schon mal. Leider, beim Techtel-M ist er, glaube ich, schon mal gestorben, der arme Opi. Ich hoffe, da ist alles gut in der Beziehung. Experimentelle Speisen und Essen und was? Experimentelle Speise, Essen und Lernen? Aha. Das sieht ja cool aus. Laktosefrei und vegetarisch. Gefühl erhalten. Freut mich, dass dich meine Lama-Witze nicht langweilen. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich einfach. So, gucken wir noch mal rein jetzt hier. Gefühl erhalten. Polizistin. Heute ist Dienstag. Sie müsste normalerweise arbeiten. Von 9 bis 18. Oder da hat schon Feierabend gehabt. Das kann natürlich auch sein. Gute Freunde. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Aufgrund schöner Zeiten und glücklicher Erinnerungen fühlt sich Hayao eng mit Mizuki verbunden. Freundlicher Rat. Mizuki erinnert sich an den Moment, als ich Hayao ihr Problem anhörte und ihr einen gut durchdachten Rat mitteilte. So, jetzt werden wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob das geht. Dass man mich fragen kann, ob sie überhaupt Single ist. Prüfen, ob heiß ist. Okay. Kannst du mal ausprobieren. Sie ist Single, das ist schon mal sehr gut.
Orphan, oh. Kannst ja das mal machen, hier prüfen, prüfen, ob heiß ist. Hä, hat da jemand hingebrochen? Hat hier jemand hingebrochen? Das war doch gerade. Ach ja, okay, hat jemand die Tonne hingestellt. Okay. Wir brauchen noch ein Bildchen, ne? Für die Verabredung, fällt mir gerade auf. Machen wir mal dieses. So. Zarb Samso. Cool, jetzt. Quink, aber. Scheint aber lecker zu sein. Aber sie isst nicht viel. Guckt die ganze Zeit, lernt die ganze Zeit das Essen. Habe es nicht vergessen, ja. Haya hat die geheimnisse experimentelle Speisen erforscht und kann das Gericht jetzt, wo er die darin enthaltenen komplexen Aromen erörtert hat, an einer eigenen Profikochstation zubereiten. Okay, klappt das jetzt? Oh, ups. Was jetzt? Hä? Was ist das denn? Das kenn ich ja gar nicht. Okay. Ich bin überfordert. Aber gab keinen rosa Balken, ne? Kann das sein? Abendessen im Restaurant. Grenier. Shabini. Er ist krank. The Gen Z Kimbalaya Zumonis Era. Kyoka. Seid ihr schon fertig mit Essen? Nochmal eine Anmacht. Nee, warte mal, wir machen das anders. Wir gestehen uns zu ihr hingezogen zu fühlen. So. Und gucken, was dann passiert. Torque for Shoshi. Baribi. Da hat jemand die Tonne hingestellt, okay. Chabin Durkim. Piguna. Banuka Doi. Oh, Pimpini. Hat er jetzt gemacht? Kompliment über Aussehen machen? Flurbin Darf, Omanzi Flabzi. Ja, wir verstehen aber echt gut, ne? Also kann man nichts sagen. Oh, Vadish. Pardus Gitna. So, noch einen kleinen Anschubser und dann. Oh, abgebrochen. Hä? Es geht gar nichts mehr. Vanaya. Meshka. Irgendwie. Ah, hier unten liegt Essen. Ja, wow. Okay. Ah, jetzt angeflirtet werden, okay. Aber ich denke, der Anfang ist doch jetzt schon mal gemacht, würde ich jetzt sagen. Aber er ist halt sehr müde. Ich glaube, da müssen wir dann nochmal ein zweites Date auf jeden Fall nachträglich machen. Aber jetzt haben wir ja schon mal sozusagen beide ein bisschen angestupst. Jetzt wird auch weiter geflirtet. Haben die beiden geflirtet hier? Fluffy. Also wenn es gut laufen sollte, ist halt die Überlegung auf jeden Fall, was heißt auf jeden Fall, wäre die Überlegung vielleicht Mizuki mit dem Haushalt zu holen und dass die beiden vielleicht noch Nachwuchs bekommen, müssen wir mal gucken. Wo kommt denn die? Hä? Die treffen an der Mülltonne, okay. Wird aber ordentlich geflirtet jetzt. Aber ich glaube, wir zahlen jetzt erstmal. Jetzt hören sie gar nicht mehr auf hier.
Das Hayaos große Liebe. Okay, bevor jetzt hier noch Tischzeit malen. Okay. Okay, können wir zahlen jetzt? Dann machen wir nochmal ein zweites Date auf jeden Fall. Wir wollten ja erstmal gucken, ob jetzt das so bei denen auch die Chemie passt und es sieht sehr gut aus. Aber ich glaube, die beiden, die werden auch keine Freunde mehr hier. Ja. Warum bin ich mit denen plus essen gegangen? Die Mülltonne scheint auch ein tolles Plätzchen zum Unterhalten zu sein. Oh, da schaue ich gleich mal vorbei nach der Folge. Das interessiert mich mal. Ah ja, er braucht ein bisschen länger, ne? Okay. Haben wir schon wieder eine gute halbe Stunde rumgebracht. Ja, ich denke, das könnte zwischen den beiden funktionieren. Ich meine, man hat ihn kurz ein bisschen angestupst, aber sie haben dann miteinander geflirtet und war ja auch ein tolle Gefühle, was sie dann miteinander aufgebaut haben. Muss er jetzt dann auch wieder in 6 Stunden muss er arbeiten, schicken dann auf jeden Fall erstmal Schläfchen machen. War doch dein Bett, ja genau. Okay, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, heute der Part auch Spaß gemacht. Ich bin ja mal mega gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich habe ja so ein paar Gedankengänge auch noch jetzt so ein bisschen mit auf den Weg gegeben, was wir dann machen könnten. Ich hoffe, der Part hat gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne wissen mit einem Kommentar, mit einem Daumen nach oben, würde ich tierisch über freuen. Wenn es nicht gemacht hat, lasst mir gerne ein Abo da, verpasst keine Folge auf dem Kanal. Ich wünsche einen schönen Tag, morgen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut, sag bis zum nächsten Mal. Haut rein.